Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hey Jumpers, lange ist nicht mehr gekommen. Wir versuchen das natürlich wieder ein wenig uncut zu halten, beziehungsweise ich werde es sowieso nicht machen. Es wird mega gecuttet sein zum Schluss und ich werde wieder 2 Stunden an dem Drecksvideo sitzen. Ich muss mich im Moment dabei erwischen, dass ich mir denke, okay, für dieses Video werde ich mir jetzt nicht so viel Zeit nehmen. Im Endeffekt sitze ich dann 3 Stunden daran. Ist auf jeden Fall ein Lifestyle, den man auf Dauer nicht so gut leben kann, aber... Na gut, dafür auf jeden Fall schon mal 10.000 Daumen nach oben und, 20.000, oder? Okay, Jan, ich lass mal irgendwann Lied machen, okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die erste Runde und wie gesagt, wir versuchen uns so möglich uncut zu halten und davor einmal Cinematics von dem Ding, wenn wir es ganz durchschaffen und wenn nicht, dann, apropos, meine Frisur sieht wieder richtig, richtig scheiße aus, wie jedes Mal. Gut, so, suchen wir mal nach den Hey Moritz. Maps. So. Ach ja, wir wollten ja nach Top-Bewertung gehen, ne? Nach Bewertung und los geht's. Also, hier haben wir einmal Hey Moritz von Flying Vantix, danach Hey Moritz Skin Jump'n'Run, danach Hey Moritz Stream. Alter, wo ist denn der andere hingegangen? Boah, dieses andere richtig gut. Luftschiff, ne? Ja. Flying Vantix. Wir machen mal, hey, das ganz normale Hey Moritz auf Platz 1. Wir sind nämlich schon richtig raus. Wir sind nämlich schon etwas raus, muss man sagen. Und wir gucken mal, das ist unsere erste Runde außerdem heute. Und wir gucken mal, wie wir so starten. Überleg mal, das ist eine motherfucking Hey Moritz Map. Und ich habe eine Empfehlung bekommen von ein paar Leuten, dass ich so eine Map spielen soll, was ich natürlich auch mache. Aber wir müssen natürlich erst die anderen... Ich habe schon wieder keinen Bock mehr, Alter. Jan, nee, ist wieder... Einfach Ende. Jan, das Neustarten. Nein, Spaß. Also das war letztes Mal so, als wir das erste Mal aufgenommen haben, ne? Da habe ich gesagt, lass mal neu starten. Weil ich die ganze Zeit an der gleichen Stelle abgestellt. Lol, ich hab dich eingeholt. Wie easy, Mann. Mann! Glücksteine? Was? Alles klar, Jan. Danke für dein. Was? Flachparcours, Enderparcours. Flashparcours. Achso, Flachparcours. Das war Flashparcours, Mann. Oh nein, Alter, Flash ist so ein richtiger Kack. Oh Mann, ich muss mal FOV runterstellen. Mein Field of Mama. Mein Field of You. So. Zack. Zack, 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 easy, zack, oh nein, zack, nein, zack, zack. Okay, Leute, diese Zack-Geräusche sind auf jeden Fall wirklich geil, die helfen euch und ja, das war's. Außerdem habe ich mein Field of View jetzt immer auf 100 gestellt, weil ich das im Moment einfach schöner finde, auch für die Aufnahmen, nee. 96. 96, warum? Keine Ahnung, ich habe 96. Ich habe 100. 100 finde ich am besten. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Field of View habt. Würde uns wirklich interessieren. Nein, würde mich halt wirklich interessieren. Also, was so... Oh, Junge. Ich denke mir so, ja, da komme ich niemals hin. Und dann springe ich da eiskalt drüber, Mann. Und das ist schon zum 20. Mal jetzt. Kennst du diese Halbschwitzer von früher, die mit 75 gespielt haben? Hä? Warte mal, what the fuck? Der... Och, ist das wieder wegen dem Shader so? Locker. Komm. Hä? Ja, oh mein Gott, der scheiß Slimeblock funktioniert bei mir wieder nicht. Ey, das kann nicht sein, Alter. Hä? Man muss doch beim... Das kann nicht sein. Warte mal bitte ganz kurz auf mich. Du musst nicht lange warten. Ja, guck mal. Guck mal, jetzt hast du wieder so viel Zeit, mich einzuholen, ne? Guck mal, dieser Slimeblock, ne? Man darf da ja nicht springen. So. Hä? Hä? Okay, danke für die Info. Warum geht das? Hä? Jan? Das war jetzt irgendwie gar nicht so toll, diese Bemerkung. Ja, Leute, mal gucken, wie viele Maps wir schaffen, weil das ist schon echt eine richtig fette Map, die auch wirklich Spaß macht. Also, ich habe da echt Spaß bei. Bis jetzt ein paar Elemente dabei gehabt und ist echt cool. Also, jetzt hier noch so eine Art Doodle-Jump. Solche Spiele, ich mag allgemein so einfache Spiele. Sowas wie Doodle-Jump zum Beispiel ist auch richtig cool. Wer Drop the Dropper, wer das liest, ist doof. Oh, alles klar. Okay, kann man da auch ganz langsam runtergehen? Anscheinend sollte man das nicht tun. Okay, dann machen wir das auch nicht. So, warte. Hier das irgendwie lang. Früher war das ja noch kostenpflichtig, ne? Kennst du das? Weißt du das noch? Ja, und ich hab's mir sogar immer gekauft. Meine Mama hat sich das einmal auf ihrem ersten Apple-Gerät gekauft. Und dann habe ich das immer gesuchtet.
Und dann, als es dann irgendwann kostenlos wurde, habe ich das irgendwie nicht mehr gespielt. Richtig komisch. Weil, keine Ahnung, das hatten dann so viele und das war dann voll langweilig. Weil, irgendwie, ja, hatte irgendwie den Reiz verloren. Oder ich habe es einfach zu lange... Und ich habe es einfach zu lange gespielt, glaube ich auch. Weil, aber die Sache bei Doodle Jump ist, dies ist so ein einfach gemachtes Spiel, was aber trotzdem richtig Spaß macht. Und das gibt es eigentlich viel zu selten, finde ich. Also es sind die ganzen Spiele, boah, jetzt so echte Grafik und oh, noch bessere Grafik und so. Aber wen juckt die Grafik, wenn das Spielprinzip geil ist? Also ich weiß nicht, ob ihr da anderer Meinung seid. Ich glaube, GTA ist wirklich das Einzige, was auch wirklich geiles Spielprinzip hat. Boah, Mann, Alter. Aber okay, ich habe Jan auf jeden Fall richtig schön eingeholt. Mann, seitdem ich nicht mehr mit Relix spiele, ne? Seitdem bin ich richtig gut, weil ich mich nicht mehr die ganze Zeit auf ihn konzentriere. Weil früher war er halt einfach richtig, richtig krass gut in Jump'n'Run. Aber ich war so richtige Missgeburt dabei. Komm schon, kann man es überleben? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, hier könnte ich jetzt ein bisschen länger hängen bleiben. Und wir nehmen schon 6 Minuten auf. Ja, wie gesagt, das könnten auch manchmal ein paar längere Aufnahmen sein, Leute. Das heißt, ihr müsst euch auf unser dummes Gelaber einstellen. Und ich glaube, dass wir wirklich die ganze Folge an dieser Map hängen werden. Ich glaube es wirklich. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Wie lange dauert denn das? Komm, lass mich doch ins Wasser, Mann. Fick dein... Fick die Henne. Komm, fick sie doch. Fick die Henne. Kennst du die Henne? Na klar kenn ich noch die Henne, Alter. Wer kennt noch die Henne aus dem Stream, Alter? Die Henne, Mann, das waren Zeiten mit der Henne. Vor allem, die ist einfach aus meiner scheiß Schule, Mann. Oh, komm. Oh, fick doch die Henne, Mann, ohne Witz. Komm. Ey, Jan, ich verzweifle hier. Komm, lass mich... Die Henne, oder? Warte. Gleich. Ja, gib mir die Henne gleich rüber. Ja, komm. Ey! Locker gibt's hier so einen richtig einfachen Trick oder so. Ist bei jedem schon einfach. Warte. Komm! Die lassen mich nicht ins Wasser, Jan. Was sagst du dazu? Ich stich. Junge, du bist jetzt einfach gleich bei mir, Mann. Das ist doch nicht normal. Jetzt lass mich da doch drauf. Lass mich drauf. Oh. Nee, es ist einfach nicht möglich. Nein, ist vorbei. Es ist halt wirklich einfach fast nicht möglich. Jetzt. Okay, ich hab den Trick raus, glaube ich. Okay. Erst so, dann... Und dann so. Da fick ich gerne hin. Nein. Es ist vorbei, Leute. Was ist das für eine langweilige Scheiße? Sorry, die Map sieht richtig schön aus. Aber sowas ist einfach... Boah, warum? Ich hab's geschafft. Hä? Warte kurz auf mich. Ich glaube nicht. Ich hab's einfach genau jetzt auch geschafft. Ich bin Level 2. Ich weiß, was man hier machen muss. Come and get it. Ich weiß, was man hier machen muss. Und zwar. I know what the girl. Okay, nein, Spaß. Hör mal auf, diese dumme Sachen zu singen. Aber. Oh, Alter. Die Map ist richtig schön. Spielt die mal selber. Aber sie ist auf jeden Fall... hat den Gewitzen. Ja, die hat den gewissen Tick. Also man kriegt da so ein bisschen... ja, Ausrast davon. Wie auch bei anderen Jump'n'Runs. Alter! So, jetzt... Ich versuche das jetzt durchzurushen. Ich glaube, ich quitte gleich. Nee, ist vorbei. Ja, ich hab's geschafft. Also, ich hab das Jump'n'Run nicht geschafft. Boah. Okay, zack. Boah, Jan ist so schlecht geworden, ne? Achso, tut mir leid, warum in letzter Zeit so... Nein, Spaß, was? Tut mir leid, warum in letzter Zeit so wenige Videos kommen. Ich bin halt jetzt ziemlich oft draußen und so. In Wirklichkeit bin ich eigentlich die ganze Zeit alleine zu Hause und habe keinen Zuschauer. Nein, Spaß. Aber Leute, ja, deswegen, es kommen nicht mehr so krass viele Videos. Aber natürlich werde ich bald wieder ein wenig mehr suchten und das wird natürlich wieder aktiv weitergehen, Leute. Okay, Leute, nächste Map. Denn das Legacy Edition, okay. Legacy Edition. Sollen wir mal Legacy Edition spielen? Hey, Moritz Legacy Edition von MC Edeljoker, Leute. Royal Joker? Ach ja, The Royal Joker, aber ich kenne ihn noch unter MC Edeljoker. Fuck my life, Alter. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Ja. Aber es ist eigentlich ganz witzig. Oh, ja. Die Sachen, die ich eigentlich nie schaffe. Was? Ach so. Hä, wo muss man lang? Jan? Hä? Ja? Wie hast du es gemacht? Das muss man nicht machen, oder? Von da hinten.
Von da und dann in einem durch. Von hier? Hä, bist du dumm? Wo? Von wo? Ja, von da und jetzt in einem direkt durch. Dein Ernst? Das kann doch nicht sein. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, und jetzt? Ja, weiter. Halt dein Maul, Alter. Das ist ja, das, die Sprünge kommen mir viel weiter vor, seitdem ich mein FOV umgestellt habe. Otto, Alter, wo sind wir? Dina, isst die Erbsen super Suppe schnell, bevor sie dich isst? Was ist Ui! Da? Oh lol, was ist das, Mann? Das ist voll die witzige Map. Die macht schon. Oh, da hat Jan wieder richtig Bock dran, mich zu ficken. Nee, ich hab ihn grad selber nicht. Ich merk's. Oh Mann, Alter, warum denn Leiterjumps? Das ist so langweilig. Oh nein! Das hasse ich an diesem. Das hasse ich einfach! Warum? Sorry. Warum Leiterjumps? Warum Leiterjumps? Sorry. Oh, endlich, Alter. Oh, endlich. Ah, die sind doch easy. Die müssten gehen. Ach so, what the fuck, man? Das ist wieder sowas, wo man sich einfach nur denkt, Digga, warum? Das wird heute die 20-Minuten-Aufnahme, ich verspreche dir. Und wir streamen außerdem heute noch. Schaut gerne vorbei. Ja. Nein, Ende. Dann mache ich lieber noch was anderes, weil ich wetter sowieso die ganze Zeit. Zwei Leiterjumps. Okay, warte. Was ist die schlecht bewerteste Map? Achso, die Pakal-Map. Warte, was kommt dann noch so? Ich gucke mal, was es noch so für richtig scheiß Maps gibt. Da ist noch eine. Legacy. Achso, das war die, die wir gerade gemacht haben. Ja, okay, dann machen wir noch Skin Jump'n'Run, Leute, sonst geht die Aufnahme zu lang. Und dann, oh, mein wir, Skin. Oder? Nein, das hatten wir noch nicht in der Aufnahme. Also. Warum hast du mich jetzt geschlagen? Wahrscheinlich schlage ich dich, das Man bekommt die... Oh, warum? Das ist doch nur, um abzufucken. Warum macht man sowas? Das ist so lame. Ich gehe, glaube ich, direkt raus. Ich gehe direkt raus. Warum macht man... Gibt man sowas... warum gibt man sowas eine gute Bewertung? Das hat doch nichts mehr mit Kreativität zu tun, Alter. Nee. Nee! Leute, das war's von dieser Folge. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Die Maps sind ein wenig abfuckend, außer die eine erste Map. Also Leute, Leiter Jump'n'Runs. Die Sache ist, ihr sitzt da dann viel zu lange dran und das wird die Folge zu lange ziehen. Die Map war schön gemacht, aber ja. Okay, Leute, also haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao! Mit.